Das war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Ja, hallo zusammen. Weihnachten ist vorbei, das Jahr nähert sich dem Ende und ich habe massig an Videos zu tun. Nicht nur, dass ich eh schon einige, ja, sei noch Petto hatte für dieses Jahr, die ich unbedingt noch machen will, sondern ich kriege auch noch Vape-Mail. Und um diese Vape-Mail werde ich mich jetzt erstmal kümmern. Und zwar in diesem Fall das hier. Das ist das DIY Kit von Coilmaster V2. Ich habe gesehen, auf YouTube gibt es Videos zum Coilmaster DIY Set V1. Videos werde ich euch hier in die Infocards packen. Aber die haben jetzt eine neue Variante rausgebracht und die möchte ich euch dann mal zeigen, was sich da so ein bisschen verändert hat. Also ihr bekommt das Ganze wieder in so einer schönen Tasche. Mit Reißverschluss zum Öffnen. So, wenn das dann aufklappt, fällt erstmal euch was entgegen. Da kümmern wir uns da gleich drum. Habt ihr hier erstmal das Toolset an sich. Ja, und dieses Toolset enthält tatsächlich eine ganze Menge Krempel, wo wir mal so ein bisschen durchgehen müssen, was das alles ist. Wir haben als erstes einen Seitenschneider. Ja. Der Seitenschneider ist recht kräftig. Ich habe alles schon mal so ein bisschen ausprobiert bei Wicklungen. Der kriegt also auch dickere Drähte, Captain Coils und so weiter gut geschnitten. Und ist dabei auch gut geeignet, um halt in kleine Ecken von Verdampfern reinzukommen. Ist eine gute Wahl. Ja, also normalerweise hat man sonst entweder das Problem, dass der Seitenschneider die Drähte nicht vernünftig durchkriegt. Oder halt so starr ist oder so dick, dass man halt nicht sauber abschneiden kann. Und das sorgt natürlich dann gerne auch mal für Kurzschlüsse und so weiter und ähnliche technischen Probleme im Verdampfer. Der, wie gesagt, macht das Ganze recht sauber. Zum Bearbeiten der Coil auch eine schöne Spitzzange. Ja. Schön, um halt die Drähte nochmal auszurichten und sowas. Auch schön handlich klein. Sie wirkt ein bisschen fragil, muss ich ehrlich gestehen. Aber bisher hat sie ihren Job gut getan. Und sie, das Ganze hat mich jetzt auch erst kurz vor Weihnachten erreicht. Also von ja, Widerstandsfähigkeitstest sind wir hier noch ein bisschen entfernt. Aber ja, auf jeden Fall auch praktisch sehr gut gewählt, die Größe, ja, man kann damit gut arbeiten. So, also wieder zurück. Als nächstes haben wir zwei Schraubendreher. Einmal Kreuz, das ist der schwarze hier. Und einmal Schlitz, das ist der rote. Die sind hier vorne so ein bisschen abgestuft. Ja. Sehr praktisch auch, um so eine Coil wie auf einem Bohrer aufzudrehen. Ja, also wenn ihr gleich auf die Coiler, die wir hier haben, nicht so steht, ja, dann könnt ihr damit auch noch eine Coil drehen, wenn euch das lieber ist. Ja, aber auch die funktionieren sehr gut. Passen auf die meisten Verdampfer. Gut, exotische Schrauben, da müsstet ihr dann ein anderes Set nehmen, also Imbus oder Torx oder was auch immer es da gibt. Dann haben wir zwei Pinzetten. Einmal mit Metallspitze, ja, hier ums eine gekröpfte, ums Eck sozusagen. Und dann für die Arbeiten an der gespannten Coil eine mit Keramikspitzen. Ja, die sind auch austauschbar im Zweifelsfall. Schön gemacht. Dann bekommt ihr sozusagen als nächstes dieses hier. Da habe ich erstmal einen Augenblick überlegt, was das sein könnte. Dafür muss ich jetzt mal eben das Set auch hinlegen, um es euch zeigen zu können. Das ist eine
ausklappbare Schere. Ja, die zieht ihr so auseinander, fegt das Ganze so rum und dann ist das eine Schere, ja, um die Watte an eurem Verdampfer zu kürzen. Schneidet gut. Ja. Ich habe nur immer ein bisschen Angst beim Zusammenstecken, dass ich mir irgendwann da mal die Finger einklemme. Ich meine, stechen kann man sich nicht. Die Klingen sind hier hinter verborgen. Dann im Metallbügel, da passiert nichts. Ich habe, das geht immer so ein bisschen ruckartig. Ich weiß halt nie so genau, ob ich mir da nicht irgendwann mal die Finger drin einklemme. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Nächste Geschichte ist ein Ohmmeter, kommt ohne Batterien. Ja, also dieses bekannte Elif Multi-Ohmmeter. Ja. Hier in dem Fall halt von Coilmaster, aber Funktionsprinzip ist das gleiche. Ein Ausschalter, ja, benötigt hier hinten zwei einfache Nickel-Mangan-Akkus, wie man sie in jedem, ja, Haushaltsladen kriegt. Wir sehen mal, wie wir das zusammen machen. So. Kommen wir dann mal zum Herzstück der ganzen Angelegenheit, nämlich dem Coil Master. Dafür gibt es auch schon Reviews. Werde ich auch jetzt hier in der Infocard einige verlinken, damit ihr das Ganze sagen nochmal genau gezeigt bekommt. Aber das Prinzip ist halt immer noch das gleiche. Ihr schraubt den Deckel hier ab von dem Griffstück. Sucht euch den passenden Einsatz raus. Nehmen wir mal bei den größten. Ah, kommst du raus? Gummi ist etwas klebrig. So, ein bisschen Kraft brauchen wir, um es rauszuziehen. Steckt jetzt hier den Einsatz rein. Macht die Kappe oben wieder drauf. Ja, dass das so ist, hat man hier dann das Gegenstück. Das sind immer zwei verschiedene Größen. Ja, wir haben hier jetzt also den 40er und den 35er. Ich habe jetzt den 40er rausgenommen, stecke den hier drauf und dann werden damit die Coils gezogen. Ich kann das auch jetzt wunderbar mal zeigen, weil ungefähr 3 Meter A1 Kanthal ist mitgeliefert. 24 GA, weiß ich jetzt nicht genau, welche Stärke das ist. Ist auf jeden Fall etwas kräftiger. So, mal eben spaßeshalber eine kleine Keule machen, dass zu sehen ist, wie das so funzt. Schneiden uns also ein Stückchen Draht hier ab. Das Ganze wieder zurück in die Packung. So, machen wir jetzt hier. Schon mal ein Stückchen Draht davon abgemacht. Stecken das Ganze in den Keuler. Die Kappe auch mit der richtigen Größe, jawohl. So, und dann einfach ohne Gegendruck zu der gewünschten Wicklung drehen. So, bis man die Umdrehung erreicht hat, die man möchte. Ein bisschen zusammendrücken, damit der Draht ein bisschen in Form bleibt. Runterziehen. Gegebenenfalls nochmal von der anderen Seite aufstecken. Und nochmal Gegendruck, damit auch die Startwindung, sagen, nahe an den anderen liegt. Hier muss man ein bisschen fummeln. So. Damit habt ihr ruckzuck halt schon eine sehr schön brauchbare Windung, ja, die man durchaus so schon einbauen könnte. Ihr seht,
mit diesen Coils bin ich unglaublich glücklich. Also geht sehr schön von der Hand. Vorher hatte ich also immer diese Wattwicklungen und sowas. War nicht so mein Fall. Da ging es mir mit der Faser besser von der Hand. Mit den Coilern ist das jetzt wieder genau andersherum. Ihr bekommt auch noch einen kleinen Schraubenschlüssel dazu, in dem Fall Imbus, um hier diese kleinen Imbusschrauben, die in den Keulern drin sind, im Zweifelsfall versetzen zu können. Ja, oder ersetzen zu können, je nachdem, wie ihr das braucht. Ja, das ist also das eigentliche Herzstück der ganzen Angelegenheit. Hier kommt die Kappe wieder drauf. Das Ganze wieder schön in das Set reingesetzt. Seitenschneider brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wie gesagt, ihr habt noch ein bisschen Draht, um erstmal spielen zu können. Ihr habt auch noch hier zwar eine Auslassung für zwei 18650er Akkus, falls ihr die ja, für den Transport auch noch mitnehmen möchtet. Die könnt ihr dann hier rein tun. Wie gesagt, hier ist ein fertiger Ausschnitt dafür. Die Akkus werden nicht mitgeliefert. Ja, aber der Ausschnitt ist dafür da. Ich muss hier nur diesen Kram hier halt rauspopeln. Ich lasse es jetzt mal drin. Ja, aber da habt ihr dann auch noch eine Möglichkeit, die notwendigen Akkus mitzunehmen. Dazu ist noch so eine Karte dabei, mit der ihr die Echtheit überprüfen könnt. Da müsst ihr hier das Ganze freirubbeln und die Nummer bei CoilMaster.net angeben. Da ich sozusagen von denen das direkt angesprochen bekommen habe, habe ich das jetzt mal nicht überprüft. Ich gehe mal davon aus, dass sie mir ihr Original geschickt haben. Last but not least ist auch noch ein bisschen Muschi-Muschi-Watte dabei. Ja. Damit ihr halt, wie gesagt, direkt loslegen könnt mit euren ersten Coils. Jetzt hier auch mal auf. Oh, so ein drei von diesen Muschi-Watte-Pads da drin. Die könnten wir jetzt also hier in unsere Coil einführen und dann könnten wir direkt unseren ersten Verdampfer an den Start bringen. Ja, das ist der Inhalt des Sets. Mir fällt nicht mehr viel ein, was da noch fehlen könnte, ganz ehrlich, um die meisten Wicklungen erstmal so hinzubekommen. Das Einzige wäre vielleicht tatsächlich noch so ein Pin, ja, diese abgestuften Pins, diese klassische Wickelhilfe, für diejenigen, die halt eher darauf stehen. Aber wie gesagt, die meisten arbeiten ja dann mit den Keulern, wie gesagt. Und sonst könnt ihr auch hier die Schraubendreher für solche Wicklungen verwenden. Die funktionieren da auch sehr gut für. Was soll der ganze Spaß kosten? Bei CoilMaster.net kostet das Ganze 49 Dollar. Ist allerdings natürlich in China. Beziehungsweise, ich glaube, die haben auch einen Shop in den USA direkt. Aber es gibt dieses Set auch schon in Deutschland zu verkaufen. Da liegt so bei 50 Euro. Also große Ersparnis, wenn ihr euch das von Übersee holt, gibt es da nicht. Ich verlinke euch mal so zwei Shops, wo ich es unten gesehen habe, in Deutschland. Ja, das soll jetzt keine Werbung für die Shops sein, einfach nur damit ihr, wenn ihr jetzt spontan zugreifen wollt, das dann auch findet. Ja, braucht man das? Also, wenn man selber wickeln möchte, kann man hiermit eigentlich nicht viel falsch machen. Da hat man wirklich alles, was man irgendwie nur braucht, um die ersten Wicklungen zu machen. Am Mann, sauber in der Tasche, muss sich nicht aus verschiedenen Dingen zusammensuchen, hat nicht das Zeug rumfliegen, wie ich es sonst habe. Ja, ich habe das Ganze mir so einzeln immer wieder zusammengestellt und bin natürlich dann so ein bisschen in die Bredouille geraten, dass ich nicht so einen schönen Aufbewahrungskoffer dafür habe. Ja, und das ist halt nicht so ein schönes abgestimmtes Set. Das ist halt das einzige Problem. Allerdings ist das auch preislich ein Unterschied. Also, wenn ihr euch die Sachen einzeln zusammenkauft, landet ihr sicherlich 10, 15 Euro über dem Preis von diesem Set, ohne diese Tasche jetzt noch dabei zu haben. Ja, also, ich sehe schon den Sinn darin, sich dieses Köfferchen hier zu holen.
hält alles schön sauber in Ordnung. Ja, also für jemanden, der noch gar kein Werkzeug hat und selber wickeln möchte, eigentlich der perfekte Einstieg darin. Danach braucht ihr nur noch ein bisschen Draht und Watte, wenn denn das Material, was hier drin ist, aufgebraucht ist. Und eigentlich nie wieder was anderes. So, und last but not least habe ich noch bekommen von Coilmaster, das wollte ich euch auch noch zeigen, eine Tischunterlage. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mit der Kamera so hinbekomme. Ja. Die habe ich jetzt nicht in irgendwelchen Shops gesehen. Da wollte ich dann auch nochmal Danke sagen. Das ist eine schöne, ja, Matte. Passt jetzt genau hier auf meinen Tisch drauf. Ich lege mal das Set so als Größenvergleich drauf. Das ist schön groß, ne? Damit man halt auch eine geschützte Unterlage hat. Ja, damit man nicht seinen Tisch oder sowas voll sifft. So, dass ich das mit der Kamera wieder hinbekomme. Ich weiß jetzt nicht, wo es die zu kaufen gibt oder zu welchem Preis. Da gucke ich ja nochmal, wenn ich was finde, packe ich es euch wieder unten in die Infobox. Ja, das soweit zu diesem Coilmaster Set. Da bedanke ich mich natürlich bei den Leuten von Coilmaster, dass ich das Ganze für euch testen durfte. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich drehe jetzt in den nächsten Tagen ein bisschen immer kocht. Ich muss jetzt gucken, wie schnell ich die einzelnen Videos dann auch fertig bekomme und noch hochgeladen bekomme, damit ich das Ziel schaffe, möglichst noch alles, was ich in diesem Jahr abzudrehen habe, euch auch noch präsentieren zu können. In diesem Sinne, man sieht sich. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem, in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es geht uns gleich trotz alledem, geschüttelt uns ein Gaskerwind,